Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf Visca Barstas Channel. Und ja, im Hintergrund haben wir ein sehr exotisches Gameplay und das erzählt euch mal der Marius. So, meine Freunde, auch ein Hallo von meiner Seite aus. Und zwar seht ihr im Hintergrund einen Triple Nuklear Fail. Ich bin auf der ersten Streak, also ich habe hier den ersten Nuklear gemacht, die zweite habe ich verkackt und da habe ich nochmal eine Nuklear gerissen. Und ich habe es ein bisschen früher beendet, weil ihr die andere Szene ja bestimmt nicht sehen wollt. Und das Gameplay endet mit einem 89 zu 5. 89? Ja. Okay, fast 100 plus. Aber egal. Ja. Das Gameplay hat er mit der Skaha erspielt und die Aufsätze müssen wir nicht sagen, denn das Spiel ist auch schon lange genug draußen, dass man weiß, mit was man spielen muss. Und ja, Viscabasa hat ja hier ein paar kleineren YouTubern eine Chance gegeben. Ich glaube, drei dürfen ein Gastkommentar machen. Und die drei besten wählt er aus. Also er lässt paar kleineren YouTuber eine Chance größer zu werden. Und ja, zum Anfang wollten wir uns noch etwas vorstellen. Wir sind, also unser YouTube-Kanal heißt Brotherly Nation. Hoffentlich wisst ihr, wie man das schreibt, falls wir drangenommen werden. Und ja, wir sind seit dem 8.3.2013 auf YouTube und haben gerade mal 184 Abonnenten. Und ja, wir sind ein, sage ich mal, Double-Kommentator-Channel. Das heißt, der Channel gehört uns beiden. Und ja, wir wollen jetzt halt hier auch nicht ganze Zeit über uns reden, sondern es ist der Visca Barstas Channel. Und wir sollten ja auch ein Video über Barca machen. Und ja. So. Jetzt wollen wir auch mal halt etwas über Barca reden. Und ich würde mal sagen, wir fangen damit an, was wir so an ihm am meisten mögen, lieben oder was auch immer. Ja, dann kannst du mal anfangen, wenn du willst. Ja, okay. Also an ihm mag ich einfach dein Zockskill. Also angeblich ist schon mein großes Vorbild am Zocken, ne? Und wie er einfach die 100er Prezi und alles Mögliche. Also jetzt no homo, ne? Also ich mag auch seinen Akzent ziemlich doll. Wie er es eher rollt, das finde ich sehr lustig. Und ja, einfach die Art, wie er kommentiert, liebe ich einfach und ja. Ja, also bei mir ist fast genauso dasselbe. Ich liebe seine Präzision, vor allem mit der M8A1. Ist ja seine Waffe, die hat er persönlich gekauft. Na Spaß. Auf jeden Fall niemand, ich finde, also ich glaube, es gibt niemanden, okay, doch, vielleicht gibt es schon ein paar, aber fast niemand kann so gut mit der M8A1 spielen wie er, also meiner Meinung nach. Ich will mich jetzt hier nicht einschleimen oder so, aber es ist halt meine persönliche Meinung. So, dann halt, wie er mit der M8A1 umgeht. Seine Gameplays und auch wie er das R so rollt. Ich liebe das einfach. Und ich glaube, er hat es auch bemerkt, dass wir das alle mögen. Also alle, die meisten, würde ich mal sagen. Und ja, was ich noch an ihm mag. Oder zum Beispiel sein allererstes Facecam-Commentary-Video. Das hat mich. Na, wie soll ich sagen? Das war echt ziemlich geil. Also ich habe mir ihn ganz anders vorgestellt. Weil ich hab ihn nämlich die ganze Zeit mit einem anderen YouTuber verwechselt, der auch schon mal ein Facecam-Commentary-Video gemacht hat und deswegen hatte ich die ganze Zeit das Bild so von einem anderen. Und ja, also sein Gesicht, nein, das kommt etwas schwul rüber, nein. Also seine Facecam-Commentaries mag ich ganz doll, dann sein, wie er das R rollt, seine Gameplays, sein Skill, und ja. Was ich mir auch noch etwas mehr wünschen würde von ihm, dass er so ein paar Konzepte macht. Nicht einfach immer so Live-Commentaries oder so oder halt nachkommentierte Commentaries, sondern einfach. Wäre cool, wenn er sich mal ein paar Konzepte ausdenken würde. Und ja. Was wir noch sagen wollten, und zwar seit wann wir ihn schon gucken. Also ich kenne ihn schon seit ungefähr. Lass mich nicht lügen, so. Seitdem er ungefähr so 7000 Abonnenten hatte oder vielleicht etwas weniger. Das ist auch schon eine lange Zeit her. Und seit wann kennst du ihn so ungefähr, wenn du dich noch daran erinnerst? Ja, ich glaube, also jetzt erst leider bei 10.000 Abonnenten, weil Adam hat mich darauf hingewiesen, dass ich mir seine Videos mal anschauen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, gebe ich das mal ein bei YouTube, also Visca96 Barca. Ich so, ganz klar. Gucke ich seine Gameplays an und einfach mal, ich gucke jetzt seitdem
Seit 10.000 Abonnenten gucke ich fast jeden Tag seine Videos, seine Live-Commentaries oder seine anderen Videos oder. Und was ich mir noch wünschen würde, dass er vielleicht mal mit Abonnenten zockt oder. Ja, das wäre cool, ja. Ja, zum Beispiel, oder einfach mal livestreamt mit Abonnenten oder mit einfach deinen Zockerkollegen, mit Master Scorpion oder Faro oder wie noch immer. Und ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Wäre echt geil. Ja, das wäre schon wirklich ziemlich cool, wenn man so mit ein paar Abonnenten zocken könnte. Aber das wäre auch, glaube ich, etwas schwieriger für ihn, weil er so viele Abonnenten hat. Ja. Und er kann ja nicht mit jedem zocken. Das sind ja. Warte, wie 30, viele Abonnenten? 35.000. Ja, genau, so 35.000, so ungefähr. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Und ja, ich würde, glaube ich, sagen, das war eigentlich etwas. Oder willst du noch was sagen? Eigentlich nicht, es war auch eigentlich von meiner Seite aus. Ja, also ich habe jetzt nur mal nachgeschaut, es sind 37.280. Tut mir leid. Und ja, eigentlich war es eigentlich, das ist mein, mit meiner, also von uns jetzt war es das eigentlich. Und ja. Ja, genau, Leute. Also dann hoffen wir mal, wir würden uns wirklich ziemlich wünschen, dass Whiskerwasser uns auswählt, denn das wäre echt super krass. Denn wenn man heutzutage so klein auf YouTube ist und man durchstarten will, geht es etwas schwerer. Und ja, ich würde mal sagen, wir bedanken uns, falls du dann kommst, fürs Zuschauen. Und hoffentlich sind wir auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich wollte noch was sagen zu uns kurz. Was über uns, also wie wir nochmal richtig heißen und wie alt wir sind. Das stelle ich mal kurz ganz schnell noch vor. Soll ich jetzt ja. anfangen, oder? Ja, okay, ja. Also ich bin Marius, bin 14 Jahre alt und wohne in Berlin. Ja, ich bin Adam, bin 16 Jahre alt und wohne halt auch in Berlin. Und ja, das war nur ganz schnell. Und ja, falls das Gameplay etwas zu lang ist, dann schneiden wir noch die zweite Nuklear mit rein, wie er die Medaille erspielt. Und das Gameplay war eigentlich noch solo. War ja zu zweit, ne? Und ja, war. Ja. Egal. Ja. Und okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht hören wir uns ja nochmal irgendwann. Jo, ciao.